Was war das hier? Entscheid dich für jemanden. Oh mein... Findet man im Tempel der Verzweiflung. Ja, ich will kämpfen. Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, legendären Mr. Smalltalk-Video. Heute mal wieder mit euch zusammen im Livestream, im Chat. Und ja, ich sehe manchmal die Frage, wie heißt du denn auf Twitch? Ich streame auf YouTube, Leute. Also einfach die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und heute auf jeden Fall ein Mythos. Ich weiß noch nichts über den Mythos. Das bedeutet, klar, ihr seht das im Thumbnail und im Titel, aber ich gerade weiß gar nicht, um was es geht. Das heißt, keine Ahnung, wie es wird. Ich habe aber die IP und die IP sagt mir überhaupt nichts. So, wir gehen direkt drauf. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Das war das letzte Mal. Der Mythos kam ja, geht so bei euch an. Der kam jetzt nicht so gut an, aber ist ja auch Geschmackssache. Also ich sag mal so, durch den letzten Mythos ist da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, weil der war okay, aber ja, der ist jetzt auch nicht so gut angekommen bei euch. Der war auch viel zu lang. Auf diesen Server gehen wir jetzt nicht. Also hier ist ein Server, da steht irgendwas auf Russisch. Ich kann kein Russisch, also ich kann es nur reden und verstehen, aber nicht schreiben. Bedeutet an alle Russen, die gerade zugucken und Russisch verstehen, was auch immer da steht, wahrscheinlich werde ich gerade bedroht. Ein ganz komisches, verstörendes Bild, keine Ahnung. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt drauf. Oh, ich habe meine Kopfhörer vergessen. Mit so Sounds und so zu arbeiten ist immer sehr schwierig. Okay, man muss ein Texture-Pack runterladen. So, also ich bin so ein klassischer Typ. Ich mag es ohne Texture-Pack, ohne Soundpacks, alles klassisch so. Und ja, bereit für... Warte mal, was? Bereit für Runde 2? Was für Runde 2, Bro? Hatte ich eine Runde 1? Oder vielleicht ist eine Fortführung von irgendwas anderem? Du bist der kleine Bruder von Pascal und hast gemerkt, dass er nicht mehr zu Hause ist seit den letzten Monaten. Du bist an seinen PC gegangen und hast Minecraft gestartet. Du sahst einen privaten Server von Pascal und hast dich entschieden, den Server zu betreten. Name Noah. Wichtig, Shader aus. Helligkeit. Mein Name ist jetzt... Ah ja, ich bin Noah. Also ich bin der kleine Bruder von Pascal und er ist verschwunden und ich gehe gerade in einen Server rein, den ich gefunden habe. Wichtig, Shader aus. Habe ich nicht. Helligkeit düster. Ja, ich lasse es hell, aber es ist sowieso düster, also... Deswegen aber für die Leute auf YouTube. Sichtweite 10, okay. Atmosphäre 100, Untertitel aus. So, ich leg's mal wieder hier. Oh, wohl nicht, ich nehm's mit, aber... Ihr wisst, ich lese nicht gerne, nicht für Mythen. So, ich habe genug Schulstress, Alter. Ich will ja jetzt noch nicht lesen, Alter. Ganzen Tag englische Texte lesen, verdammte Scheiße. Spaß. Aber... Wenn ich spiele, das mache ich auch nicht bei Story Games. So, nur zur Info. Das heißt, ich spiele gerade Assassin's Creed Valhalla, falls das jemanden interessiert. Und ich spiele es ja an sich wirklich lang. Das liegt nur daran, weil die einfach zu viel reden und das gefällt mir nicht so. Aber, ja. Oh, das fängt ja schon... Hört man das? Oh, das fängt schon mal gut an. Das erinnert mich echt ein bisschen an Glitch Herobrine, aber das ist ja voll creepy. Ey, sorry, ich will nicht so viel Zeit vertreiben, ne? Aber ich muss immer, ich bin so ein lieber Detailmensch und ich liebe gerade dieses Detail, dass man so in einer dunklen Sphäre ist, da ein Haus ist, das ist ja natürlich so ein Glitch Herobrine. Rest in Peace, also Frank. Oh, 2004 bis 2023. Das ist der Kopf von Red Julik. Also, nur zur Info, ne? Grüße gehen raus von Red Julik. Und Pascal, also mein großer Bruder. 2005 bis 2023. Warum ist der genauso alt wie ich? Und er ist letztes Jahr gestorben. Aha. Weil ich meine, es ist ja 24, ne? So, und mein Kopf. Aha, sehr schön, dass ich mal wieder tot bin. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Tagebuch rein. Ah, ist das das Tagebuch? Oh, warte mal. Was war das hier? Oh mein... War das Glitch? Das war Glitch Herobrine. Geil, Alter. Ich hab doch gesagt, das erinnert mich an Glitch Herobrine. Und genau er, Alter. Wenn Glitch Herobrine wieder zurück ist. Tagebuch. Boah, ist das viel zu laut. Das ist viel zu laut. Erster, dritter... Oh nein, nicht wieder 7 Seiten. Ah! 1.3.2003, aber ist okay. Nicht so schlimm wie letztes Mal. 1.3.2023. Frank, Pascal und ich haben heute einen privaten Server erstellt, Survival-Server erstellt, und sind heute weit gekommen. Pascal hat viel Eisen gefunden, doch er hat das Eisen für sich behalten. Frank hat haufenweise an Kohle gefunden und ich viel Holz. Nächster Tag. Ich war heute allein auf dem Server. Das ist also fast ein Jahr her, okay. Das daran mal denken, ne? Ich war heute allein auf dem Server und habe ein Haus aus... Warte mal, warum diesen Dreh nicht irgendwie Glitch Herobrine? Egal. Ich war heute allein auf dem Server und habe ein Haus aus Holz und Steinziegeln gebaut. Warum ist da ein Enderman? Im Horizont sah ich eine Gestalt, die aussah wie Herobrine.
Aber verglitscht, also glitscht. Junge! Ey, verdammte... Oh, falsches Buch. So. Also, hä? Achso. Also, sagen wir mal so, er hat ein Haus gebaut und hat Glitch Herobrine in der Ferne gesehen. Er wollte seinen Freunden Bescheid geben, aber er wollte sie nicht stören. Fast eine Woche später oder mehr als eine Woche. Seitdem ich diese Gestalt sah, konnte ich nicht ruhig... Junge, was ist denn los? Warum habe ich die ganze Zeit aufstoßen? Seitdem ich diese Gestalt sah, konnte ich nicht ruhig schlafen und es hat mir andauernd Kopfschmerzen gegeben. Franco Pastel glauben mir kein Wort, was ich denen erzähle. Ich kann nicht weiter daran denken. Ein Tag später. Frank erzählte mir, dass er die ersten Diamanten gefunden hat mit Pascal. Doch heute ging es mir so schlecht, dass ich mich nicht mal vom Bett... Ey, Digga, es tut mir leid, ich bin gerade einfach dumm, ne? Mein Gehirn ist einfach weg. Also für die, die gerade auf YouTube sind, ich habe heute eine Prüfung geschrieben. Ich glaube, man sieht es mir vielleicht an, ne? Ich bin komplett weg schon. Er konnte nicht vom Bett aufstehen, weil er so kaputt war. Also ihm ging es halt schlecht. Dieser Herobrine konnte nicht aus meinem Kopf, also... Was war das denn für ein Geräusch? Das hat sich angehört wie ein Xbox-Geräusch oder so, hä? Einmal PlayStation 2-Geräusch. Egal. Also dieser Herobrine macht ihn fertig. Zwei Tage später, ich hatte heute mehr Kraft gehabt als vorgestern und bin wieder zum Server gegangen. Als ich in die Mine ging, sah ich diese Gestalt wieder und sie rannte zu mir, mit einem mysteriösen Schwert, was ich nicht kannte. Also er hat die Gestalt in der Mine wieder getroffen und die ist mit Schwert... Warum wiederhole ich das? Also ihr seht es doch. Was ist mit dir? 15.03.2023. Ich kann den Server nicht verlassen, mein Kopf hindert mich daran. Ich sehe Herobrine überall und werde ihn nicht los. Ich glaube, er hat bereits Besitz ergriffen. Na gut, ja. Fazit, Glitch Herobrine ist wieder zurück anscheinend. Glitch Herobrine war wirklich einer meiner Lieblingsmythen. Mal gucken, ob er da rankommen wird. Ist auf jeden Fall interessant. Achso, ja. Ist auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, ich bin hyped. Und ich würde sagen, Tagebuch rein. Warte. Stimmt irgendwo hier hinten? Nee, Tagebuch hier. Woher kam das Geräusch? Aber es erinnert mich natürlich wieder ein bisschen am letzten Mythos. Okay, in Minecraft kann man jetzt auch nicht so viel machen, aber erinnert sich ein bisschen an den letzten. Mythos. Hä? Warte mal. Hä? Ich hier? Okay, das ist krass, Alter. Im Dachboden. Wer hätte das denn erwartet? Entscheide dich für jemanden. What the fuck? Glitched. Okay. Alter. Warte. Entscheide dich für jemanden heißt entweder, die Person stirbt oder die Person darf leben. Ey, für wen entscheiden wir uns? Ich weiß noch nicht, um was es geht. Warte. Was entscheiden? Ich will wissen, wen retten wir jemanden oder töten wir die Person? Aber das ist normaler Steve? Nee, oder vielleicht bin ich das? Nee. Wen opferst du? Wen opfern wir? Schreibt mal Mitte, warum schreiben alle Mitte? Warum wollt ihr alle Mitte? Ja, Lilu, nur weil es mein Kopf ist, richtig? Also wirklich. Okay, Leute, ich entscheide mich für Mitte. Oh mein... Digga, du kannst ihn nicht retten. Hä? Ich rette dann. Ja, warte. Wen opferst du? Aber er schreibt, wen opferst du? Achso, vielleicht den ich abgeschossen habe, den rette ich und die anderen opfer. Warte, dann mache ich einfach meinen Kopf. Achso, ich darf sterben, ja? Ich darf mich opfern. Okay, verstehe. Höhle des... wurde eben geöffnet. Ich überprüfe die Grabsteine. Okay, das ist also quasi nicht wie beim letzten Mal eine Art Ubisoft-Map, wo du alles selber rausfinden musst, sondern es ist ein Story-Spiel mit einem Story-Strang, der dich hinführt. Also durch eine Story bringt. Stand jetzt. Finde ich gut. Finde ich besser. Okay. Ich finde das so geil, dass hier überall dieses schwarze Glub-Glub ist. Hä? Okay. Alter, das sieht geil aus. Ey, also es gibt ja Glitch Herobrine, das sieht ja aus wie Glitch. Also es ist quasi so ein Glitch... Glitched Ingot. What the fuck? Glitched Ingot, Junge. Ey, es sieht ja voll heftig aus, ne? Sag ich dir ehrlich. Jetzt bin ich... Alter, wo bin ich denn jetzt? Okay. Klingeln, bitte. Ich hab einfach geklingelt. Wie süß ist das? Hört ihr das? Ah. Setz die rote Maske. Ja, okay. Ich habe Screenshot gemacht, nicht wundern, warum ich einfach eins gedrückt habe. Okay. Ihr wisst, Leute, ich muss immer schnell alles screenshotten für die Dokumente, ne? Okay. Halt mir mal kurz fest, der Typ stand mit einem Schwert hinter mir. Und der hatte, glaube ich, ein Glitch-Ingot-Schwert anscheinend. So. Immer ganz wichtig, ich gebe euch einen Tipp, immer bei Horrorfilmen und so, immer alle Türen offen. Digga. Ja, schön, voll witzig, mich die ganze Zeit zu erschrecken. Arschloch, Spaß. Ich wusste, dass da Jumpscare kommt. Das habe ich gar nicht erwartet, ne? Überhaupt nicht. Mann, das ist immer so. Wer kackt denn auf den... Achso, nee, das ist quasi dieses Wasserdings. Oh, ey, das ist voll geil. Hä, das ist voll eine geile... Also, so Toiletten und so sind voll... Also, die Toilette ist voll...
Was? Ja, was laber ich eigentlich? So. Okay, ab jetzt weiß ich, Druckplatten ist gleich Jumpscare. So. Ja. Guck mal, man merkt schon, ich habe so echt Erfahrung mit Mythen so. Okay, das sag ich, der vor 5 Sekunden sich erschrocken hat. Aber mach deinen Stuhlgang. Oh. Aber nur, wenn ihr nicht zuguckt. Wartet. Ja. Punkt. Du möchtest also wissen, wie man Glitch besiegt. Schlag ihn mit seiner eigenen Waffe. Okay, das ist tatsächlich echt originell. Also, im Prinzip war es eigentlich immer so, bau ein Herz ab, wach auf, du gewinnst gar nicht, du wirst verfolgt, eingesperrt. Im Prinzip ist das jetzt mal was Neues, dass man mit seiner eigenen Waffe schlagen muss. Du brauchst ein Diamantenschwert, ein Glitched-Ingot, ein Schmiedetisch. Kombiniere das Diamantenschwert mit dem Glitched-Ingot im Schmiedetisch. Mit dem Glitch-Sword ist er nun verwundbar. Ruf ihn und töte ihn. Dann kannst du Michael aus der Besessenheit befreien. Frank. Wer ist denn jetzt Michael? Hab ich irgendwas? Ich glaube, das war einer der Freunde. Ja. Das Diamantschwert ist kein gewöhnliches Diamantenschwert. Ein normales Diamantschwert kann man nicht mit dem Glitch-Ingot verbinden. Das Spiel ist speziell. Ach, das heißt, wir müssen ein Diamantenschwert mit dem Glitch-Ingot kombinieren, aber nicht normales, sondern das spezielle Diamantenschwert. Findet man im Tempel der Verzweiflung. Alter, wie geil. Okay, das ist geil, das ist geil. Der Tempel der Ich war noch nicht Mike, ich war Noah, genau. Oder? Ja. Der Tempel der Verzweiflung ist... Ich sag euch, ich kann mir den Namen gar nicht merken. Der Tempel der Verzweiflung ist mit Fallen belegt und man sollte besser eine Fackel bei sich tragen. Oh, Indiana Jones bisschen, ne? Geil. Um das Gebiet von dem Tempel der Verzweiflung zu betreten, muss man in den Chat, bringt mich zu dem verlassenen Tempel schreiben. Sei vorsichtig. Okay. Okay, das klingt schon mal interessant. Wenn du so kombinierst, wirst du auf einmal selbst so ein bisschen glitchy. Warte, willst du mir sagen, dass ich... Stimmt. Was, wenn das alles eine Falle ist, damit ich selber zu Glitch Hero Brain werde? Und dann durch die Zeit reise und ich war das die ganze Zeit. Es ist ein Paradoxon und ich besieg mich gerade selber. Dum, dum, dum. Okay, egal. Bringt mich zu dem Verlassenen. Ey, das ist... Also, ich sag's ehrlich, das ist gerade... Bis jetzt eine 1 plus. Eine 1 plus bis jetzt. Kann ich nur so sagen. Ich habe eine Fackel bekommen. Ey, das ist so originell. So lange, also hatten wir es lange. Es ist halt wie eine Adventure-Map, aber so als Mythos. Und das ist doch voll cool. So, okay. Oh, warte mal, ich hab. So ist besser, dann kann man durch die Blätter sehen. Also einfach nur für schönere. Ah, warte mal. Wo war das nochmal mit. Hier. Dynamic Light, okay. Okay, also ich wurde hier hingebracht. Ich habe quasi eine höhere Macht hat mich hingebracht, weil ich es verlangt habe. Tempel der Verzweiflung, das klingt auch mal episch. Okay. Aha. Mhm. Wie kommt man hier rein? Ah, fuck. Fall, ne? Okay. Der Tempel der Verzweiflung ist Schule, du hast recht. Hey, da steht. Warte, hab ich. Da sind verglitschte Blöcke. Nee. Okay, da ist schon ein bisschen. Aber der fuckt jetzt nicht so ab. Wisst ihr, er ist einfach so, wie Herobrine halt einfach ist. So. Beobachtet. Also, sehr originell bis jetzt. Und ey, bedenkt, Glitch Herobrine ist nicht Herobrine. Das sind zwei verschiedene Personen. Vielleicht hat es. Oh mein Gott, du Dummer! Natürlich zwingend. Ich bin so bereit, ne? Mein Finger liegt ganz schön auf F2. Ja, okay. Oh, ich hab das Glitch-Sword. Ist hier unten noch irgendwas? Und ich glaube, das war ein Fehler. Ah, ne. Okay, warte, jetzt, wie komme ich eigentlich zurück? Ey, das hättest du nicht tun sollen. Lass mich in Ruhe. Glitch-Sword. Er hat mich zurückgebracht. Warte, jetzt brauche ich irgendwo... Warte. Hier. Schmiedtisch, ne? Alter, schaut euch das mal an. Ich zoome, glaube ich, mal kurz ran. Alter, Glitch-Sword. Oh mein Gott. Alter, schaut euch das an. Ich habe ein Glitch-Sword, Alter. Ey, das ist mal cool, dass man einfach einen Mythos besiegen muss. Und dann noch mit so einer Waffe so. Das gerne öfter, jetzt mal ehrlich. Also mit so einer Waffe Leute zu besiegen. Also von den Mythen. Gegen Mythen mal anzukämpfen. Weil ja, jetzt bin ich doch bereit. Ich habe Bogen, ich habe... Warte. Warte. Ich kann ihn doch zu mir holen, war das nicht so? Komm her. Ich weiß nicht, wie ich ihn rufen soll. Nun bist du Smalltalk-Glitch. Nein, noch nicht. Mir geht's noch gut. Alter. Okay. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Ja, ich will kämpfen. Oh, er ist weg. Alter, was zur Hölle, was ist das? Glitch, Smalltalk, join the chat. Nein. Guck mal, da ist Glitch sogar, seht ihr das? Er ist auf dem Server, er ist hier drauf. Alter, das ist die komischste Arena, wo ich jemals war, ne? Ja, ich würde auch, also ich sag euch echt, ich fühle mich auch schon echt unwohl in diesem Raum. Das ist echt komisch, aber ist auch geil, so eine Glitch-Version, wisst ihr? Glitch-Version.
Wie heißt es? Aber ich kann ihn halt so. Ich brauche ihn doch sowieso nicht mit dem Bogen angreifen. Weil dagegen ist er doch verwundbar. Unverwundbar, meine ich. Komm, Leute, meine PvP-Skills. Ich habe jahrelang trainiert auf diesen Tag. Habe ich ihn gewonnen? Habe ich ihn gewonnen? Habe ich ihn besiegt? Bist du tot? Haben wir glitched? Hero Brain besiegt? Vielleicht kann man Mythen nicht killen. Naja, was war eine Waffe? Disconnected. Ich bin. Also, disconnect bedeutet, ich bin quasi vom Server gegangen, wenn man so sieht. Ich hoffe, das war's. Du hast Michael befreit. Ey. Also, was soll man dazu sagen? Das war der Mythos. Das war ein kurzer Trip oder so, keine Ahnung. Ging kurz rein, ging kurz raus. Wir haben alles erlebt. Es war nicht zu viel. Keine Quantität über Qualität, sondern eher Qualität über Quantität. Wir haben gesehen, was wir wollten. Da gibt's nichts zu beschweren. War kurz, aber unterhaltsam. Ich weiß nicht, also es waren halt 20 Minuten. Ist das zu kurz? Es hat sich sehr kurz angefühlt. War das... Also, was vielleicht gut wäre, wäre noch eine Location. Also, noch ein kleiner Plot. Irgendwie hat mir da das Perfekte gefehlt. Das war ein bisschen zu gerusht. Also, nee, nicht gerusht. Ich finde, da hätte noch vielleicht noch etwas dazukommen können. Der Kampf hat... Ich glaube, der Kampf war einfach zu kurz. Das kann man so sagen. Aber was hätte man machen sollen? Vielleicht, dass ich eine Rüstung hätte, er eine Rüstung irgendwie... Weiß ich nicht. Oder so eine Verfolgungsjagd vielleicht. So durch so Glitchwelten oder so. Hätte ja quasi so ein zweischen Wald mit diesen Glitchblöcken füllen können. Und dann Herobrine muss sich dann da irgendwie jagen und dann kämpfen wir und dann, das geht so 5 Minuten oder so der Kampf. Das wäre geiler. Deswegen würde ich sagen, eine 1 minus. Weil ich schon sagen muss, das Ende dafür, dass wir einen Mythos besiegen und töten, war mir das halt zu wenig. Also vor allem das Ende. Aber deswegen 1 minus. Was gibt ihr dem Mythos? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, wie ihr diesen Mythos fandet. Und ja, dann würde ich jetzt noch sagen, wir stehen kurz vor den 60.000, also abonniert alle den Kanal, liked das Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und macht gerne auch Mythen. Ciao.